Der Tunnel wurde kälter. Mila und ich waren nun knapp unter der Oberfläche. Schon bald würden wir in den heulenden Wind klettern, um uns einen Weg durch die Albträume zu kämpfen, die uns dort erwarten. Meine lange Reise näherte sich dem Ende. Aber hatte ich die Courage, den Willen, alles durchzustehen? Das werden wir sehen, Antion. Hey. Salvete, meine Freunde! Als du deine Heimatstation verlassen hast, hast du da jemals gedacht, dass wir an einem solchen Ort landen würden? Nicht wissend, ob wir dabei sind, unsere Welt zu retten oder sie direkt in die Hölle zu schicken? Ich heiße euch willkommen zu meinem neuen Story-LP zu Metro 2033. Oh Junge! Uhuhu. Da ging's ein bisschen abwärts. Wir müssen durch den Außenposten, um die Oberfläche zu erreichen. Okay. Irgendwas bewegt sich im nächsten Raum. Öffne das Tor, ich decke dich. Ja. Ich spiele das gerade nicht zum ersten Mal. Um ehrlich zu sein, zum vierten. Geht hier ständig kaputt. Öffne das Tor mit dem manuellen Hilfssystem. Aber das liegt einfach nur daran, weil die letzten drei Male irgendwie immer ein kleines Problem hatten. Mal hat das Bild nicht aufgenommen. Mal der Ton. Schau in diesen Kisten nach Moon und Medipacks. Ja. Aber ich hoffe, das Ganze funktioniert jetzt ein bisschen besser. Das Ganze ist ein Tutorial, das ist klar, dass ich da hier ein paar kleine Aufgaben erledigen muss. Ich sammle Munition. Ich wechsle die Waffe. Ich bin über ein Loch gehüpft für alle Leute, die genau wissen, was gerade passiert ist. Ich öffne die Taschenlampe mit F. Ich öffne sie vor allem, ja. Ah. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen genervt, aber doch, ich will deshalb das Spiel nicht kaputt machen. Schön. Bevor wir an die Oberfläche gehen, musst du die Gasmaske anlegen. Die Gasmaske. Ohne sie bist du wie ein Fisch auf der Brücke. Wir sind fast da. An vielen Orten, insbesondere an der Oberfläche, benötigt man zum Überleben eine Gasmaske. Beginnt ihr Charakter zu husten, müssen Sie G drücken, um die Gasmaske anzulegen. Nehmen Sie die Gasmaske wieder ab, indem Sie G gedrückt halten. Um zu sehen, wie lange der Filter noch hält, können Sie auf Ihre Uhr schauen, indem Sie T drücken. E. Dies ist das Korolev-Theater. Es ist ganz nah am Turm. Was ich übrigens total toll finde, sie zeigt die echte Uhrzeit an. Wir haben gerade 1:30. Das Video soll heute noch online kommen, deshalb muss ich mich ein bisschen beeilen. Da ist ein Schatten. Das heißt, da oben ist ein Vieh. Und ich lad mal nach. Ne, du schaffst das schon, ne? Gut. So, als kleine Vorwarnung, der Anfang leckt ein bisschen. Ich weiß nicht warum, ob das zu viele Effekte sind, die hier eingebaut haben. Ich habe schon mal eine Stunde von dem Spiel aufgenommen. Das legt sich also mit der Zeit. Aber... Artyom, wenn du verwundet bist, musst du einen Medipack machen. Ne, mir geht's gut, mir geht's gut. Versuchen wir es mal mit sie. Ja, ziehen ist eine Möglichkeit, definitiv. Ja, ich möchte gerade kein Medipack benutzen. Ja. Drücken Sie schnell mehrmals E, okay. Ja, und... Ich stehe scheinbar nicht so gut auf den Beinen, ist okay. Schön an der frischen Luft. Und hier ist es, Artyom. Unser Ziel. Okay. In der Aufnahme davor ist hier ein Monster rumgeschwebt. Ende. Oder rumgeschwoben. Ich höre sie laut und deutlich. Geschwebt, oder? Ende. Ich hab keine Ahnung. Wir sind am Turm. Ich wiederhole. Wir sind am Turm. Ist die Gruppe ausgerückt? Ende. Bestätigt. Wir haben Kontakt. Sie sollten jetzt in der Nähe des Turms sein. Ende. Verstanden. Wir kontaktieren Sie wieder, wenn wir oben auf dem Turm sind. Holen uns einen Überblick dort. Ja, kommst du? Da hinten ist der Turm. Die anderen müssten bereits hier sein. Ja, dann. Drücke Umschalt, um zu sprinten. Ja, wenn du nicht rumtrödelst, brauchst du nicht zu sprinten. Benimm dich. Epische Cutscene ist episch. Haben Sie das gehört? Hören Sie! Was zum Teufel ist das? Den folgenden Witz mache ich nun zum dritten Mal. 3, 2, 1.
Wir sollten einen Kreis bilden. Einen Anti-Seebären-Kreis. Hat jemand von euch einen Stock dabei, damit wir einen malen können? Ich mache einen. Achtet auf eure Kehrseite, Jungs. Stellt euch da rein, hier sind wir sicher. Die können uns gar nichts. Autsch. Der Kreis hilft nicht gegen diese Monster. Hallo? Ach so, autsch. Wo werde ich angegriffen? Ich sehe das nie. Da. Geh drauf. Ich will weg hier. Wir werden von allen Seiten angegriffen. Nein. Männlicher Schrei des Entsetzens. Nein. Ach, wir müssen scheitern. Ist ja okay. Okay. Dämonen? Ich muss ehrlich sagen, ich sehe das Spiel jetzt zum ersten Mal. Also, wenn man mal die paar Aufnahmeversuche abzieht. Ich spiele das Ganze hier blind und das hatte ich anfangs nicht erwartet. Das Leben war nie leicht in den Tunnels, aber es war unsere Heimat. Die Routine, jeden Tag die gleichen Leute zu sehen, das war tröstend. Aber seit die Angriffe der Mutanten eskalierten, wurde die Station von Furcht beherrscht. Ich war gerade erst 20 geworden und hätte mir nie vorstellen können, was nach dem Morgen folgen würde, an dem Hunter, der Freund meines Stiefvaters, zu uns kam. Ein paar Tage vorher, als Moskau noch ein kleines idyllisches Dörfchen war. Dörfchen ist gut. Ich würde gerne angeben mit dem Wissen, was für ein Gebäude das ist, aber ich weiß es nicht. Deshalb blende ich es genau jetzt ein, in Comic Sans. Das Problem ist, das ist eine Postkarte. Ich finde das einen wirklich sehr interessanten Gedanken. Diese Menschen leben da unter Tage, können nichts mehr so an schönen Orten genießen. Und sie haben ja nicht mal Fernsehen, also genießen sie Postkarten. Und zehren daraus an Erinnerungen. Das ist schon irgendwie so ein bisschen nostalgisch. Artyom, endlich wach, wie ich sehe. Ja. Hunter kommt hierher. Er müsste Neuigkeiten von den anderen Stationen haben. Komm. Alles gut, Alex. Ich komm gleich. Warum kenne ich den Namen? Weil ich das schon viermal gespielt habe. Ich kann die Lampe ausschalten. Wir wollen Strom sparen. In Zeiten wie diesen können wir alles gebrauchen. Allerdings werde ich mal ein bisschen ruhig sein, damit ich euch die Sachen hier erfahren. Die Station wird nicht länger überleben, wenn diese Angriffe nicht aufhören. Sie müssen etwas tun. Was können wir denn noch tun? Ja, Nikolai, was können wir noch tun? Was können wir noch tun? Er wird uns nicht umbringen. Ich höre direkt auf mit dem Akzent, sonst zeichnet ihr mich schon als Rassisten. Hallo, Adjom. Hi, alles fit? Letzte Nacht wurde noch eine Patrouille angegriffen. Das Krankenhaus ist voll. Ja. Das sind tapfere Männer, die stehen das durch. Was ist mit Alexei? Er war am Außenposten. Keine Besuche. Lass die Schwanze. Komm herein, Alex. Ich verstehe. Hallo, Adjom. Bleiben Sie ruhig. Hi. Wie geht es den Verwundeten? Ach, keine große Verbesserung. Zwei sind heute Morgen gestorben. Die Schwarzen töten nicht einfach so. Sie machen einem das Gehirn kaputt. Und früher oder später führt das zum Tod. Worauf warten wir? Zum Teufel. Ist das der Weihnachtsmann? Den wird's mag ich übrigens zum Mutanten. Öffne das verdammte Tor. Ich habe dieses Spiel übrigens extra ausgewählt. Einfach nur aus dem Grund, dass es weiß wie der atomare Schnee, rot wie der Kommunismus. Das sind doch die Farben von Weihnachten. Willkommen, besser hätte es zu der Zeit nicht gepasst. Hi, Hunter. Danke, und jetzt schließt euer Tor. Es ist schon lange her, Hunter. Ich wollte nicht durch dich laufen. Schön, dich zu sehen, Alex. Hallo, Artyom. Hi, Hunter. Also Hunter, was ist neuerdings da draußen los? Nicht viel. Das meiste ist von der Messestation und den Untoten, die eure Tunnel haben. Ich knie mich mal hier in den Dreck, ne? Artyom, ich habe einen Händler getroffen, der Postkarten von New York verkauft. Da musste ich an dich denken. Oh, Junge!
Eine Postkarte? Eine normalen Mutanten. Von der Liberty-Statue. Was Schlimmeres. Naja, was Danke. Die sind. Ich habe ein Motto. Wenn es feindlich ist, töte es. Die Schwarzen. Eindringlinge im Hauptluftschacht. Sie kommen von oben. Wie, die kommen von oben. Hier, direkt hinter der Wand sind Verwundete. Kirill, bring deine Gruppe zu den Tunnels. Alex, wir müssen hier bleiben und die Halle verteidigen. In Ordnung. Los. Hol die Stelle eine Waffe. Wie eine Waffe holen? Wo sind hier Waffen? Ach, du hast eine Waffe, okay. Okay. Reicht ein Revolver? Was hast du? Ja, du hast natürlich hier ein dickes AK-Ding mit Messer dran und blabliblub. Verdammt, so weit sind sie noch nie in die Station eingedrungen. Es ist das Krankenhaus. Sie riechen das Blut. Hört auf zu bluten da drin. Es ist gerade Kacke. Und jetzt Hunter? Oh nein. Dich krieg ich. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, ich töte nur den Verwundeten. Den Verbündeten, nicht Verwundeten, Verbündeten. Alex, ist bei dir alles gut? Wow! Ich muss nachladen. Oh mein Gott! Den kriege ich. Habe ich schon alle erledigt. Wie viele SpongeBob-Anspielungen einfach hier in der Folge sind. Ist der tot? Nö, ne? Der wackelt, das gefällt mir nicht. Autsch! Boah, ein Schuss reicht für die Viecher? Nee, ne? Ich weiß es nicht. Leute, mir geht langsam die Muni aus, ne? Ich hab noch 5 Schuss. 4, 3, 2. Ne, 2 noch nicht. Jetzt habe ich noch einen. Okay, Leute. Ab jetzt bin ich nutzlos. Ich spritz mir mal ne, was, ne? Danke. Artyom, bist du okay? Geht so. Natürlich ist er das. Unkraut vergeht nicht. Du kannst mich mal. Keine Schwarzen hier. Nur der übliche Tunnelmist. Selbst wenn du sie nicht siehst, die Schwarzen sind da. Furcht ist ihre Waffe. Deshalb sind die Nosalis auch wie Ratten geflohen. Die sind nicht einfach nur Mutanten. Sie sind der Homo Novus, der nächste Schritt in der Evolution. Hast du vom Überleben der Stärksten gehört? Darwinismus. Wir haben verloren. Ach, sag doch sowas nicht, Alex. Ihr könnt wie Lämmer zum Schlachter gehen. Ich werde an dem festhalten, was ich habe. Mit Zähnen und Krallen. Und ich werde mehr als nur ein paar deiner Homo Novus in die Hölle mitnehmen. Hältst du dich für einen Cowboy wie in den alten Filmen? Schau dich um, Hunter. 10 Soldaten, zum Kampf ausgebildet. Ihre Körper gebrochen, ihr Geist zerstört. Die Schwarzen! Sie haben den äußeren Wachposten zerstört! Epische Zeitlupen-Action. Ich hab's bei Dead Space schon angemerkt, ich mach's aber gerne nochmal. Was Stimmung angeht, bin ich ein blöder Wichser. Ich rede immer dazwischen und mach Witze an Stellen, wo man keine Witze machen sollte, über Dinge, die man nicht irgendwie Witze drüber machen sollte. Alter, hat der einen sexy Blick. Jedenfalls, ich hoffe, das stört euch nicht. Ich versuche die Atmosphäre so gut zu lassen, wie sie ist. Denn sie ist wirklich beeindruckend. Teufel, was da draußen ich freue mich darauf, dieses Spiel zu let's playen. Ich muss die Situation erkunden. Hör gut zu, Artyom. Wenn ich bis morgen früh nicht zurück bin, musst du zur Polizeistation und einen Mann namens Miller aufsuchen. Du kannst doch nicht alleine gehen. Was mit mir geschehen ist und was sich in den nördlichen Tunnels rührt. Zeig Miller das hier, damit er weiß, dass ich dich geschickt habe. Ich verlasse mich auf dich, Artyom. Enttäusch mich nicht. Ich werde dich nicht enttäuschen. Du hast mir eine Postkarte geschickt. Wenn geschenkt. Wir überleben wollen, muss diese mein Person Leben gehört dir. Um jeden Preis. Verstehst du? Yeah!
Kapitel 1. Die Reise beginnt. Carter war nicht zurückgekommen. Es war nicht leicht, eine Entschuldigung zu finden, um die Station zu verlassen und zur Polis zu reisen. Aber ich hatte mein Wort gegeben. Ich hörte von der Karawane, die am nächsten Tag nach Riga ziehen wollte und Wachen brauchte. Ich meldete mich dafür. Ja, wir sind Postkartenfreunde, da lässt man sich nicht in Stich. Brieffreunde. Ha! Wie lustig! Endlich! Lass dir ruhig Zeit, wie üblich. In Ordnung, schnapp dir deine Ausrüstung und geh zum Bahnsteig. Sie warten schon auf uns. Wir treffen uns dort. Ich würde so gern dieses Lied singen können, was der singen kann. Das lese ich nicht vor, aus dem simplen Grund, weil wir das in nicht mal 2 Minuten nochmal erklärt bekommen. Es ist einfach nur so, es gibt gute Munition und es gibt Gebrauchsmunition. Die gute Munition ist die Währung, die andere, wenn sie sich verlaufen haben, können sie mit M wichtige Dinge tun, wie zum Beispiel eine Map öffnen. Das ist schöne Musik. Ich habe die Nase voll von diesem Mist. Warum gebe ich mich damit ab? Mann hat gesagt, ich soll... Junge, ist das dein rotes Auto? Ich weiß. Wie wäre es mit einem Haus, wo du mit deiner Mama und deinem Papa lebst? Das wollte ich schon immer haben. Oh, komm schon. Ein Haus? Ein großes? Und wenn deine Mama zurückkommt, zeigen wir es ihr und sie freut sich. Das wird eine tolle Überraschung für sie. Gibst du mir das? Okay, oder darf ich damit spielen? Papa, wann kommt Mama wieder? Bald. Ich wünschte, sie könnte sehen, wie groß du geworden bist. Okay. Noch viel Spaß mit dem roten Auto. Wichser. Nur Dreck. Ja, hallo Leute. Wie viel Leben hier in diesem kleinen Örtchen herrscht. Und hier ist es. In der Metro finden sich Händler, bei denen Waffen und andere Gegenstände gekauft werden können. Magazine mit Militärmunition. Und es wird mich so nerven, in folgenden Texten immer nur Militärmunition und nicht Militärmunition zu lesen. Vom Kaliber 5,45, die von der GAU produziert wurden, werden als Währung benutzt. Militärmunition, ich hasse es, ist leicht zu finden, denn im Vergleich zu den einfachen, weniger wirkungsvollen, schmutzigen Patronen, die von den Bewohnern der Metro hergestellt wurden, sehen sie sauberer aus und glänzen. Es gibt Wechselstuben, in denen sie Militärmunition gegen schmutzige Munition tauschen können. Wo ist deine Ausrüstung? Ja, die habe ich. Und lass dich ausrüsten. Okay. Wenn du deinen Hintern nicht nach Hause bewegst. Hi. Boah, wir sind voll der bunte Hund einfach. Hallo, Artyom. Brauchst du ein paar Waffen? Du bist cool. Schauen wir mal. Die Brille und die Mütze, die steht dir so gut. In der Waffenkammer hergestellt. Die Genauigkeit ist eher traurig und sie überhitzt wie die Hölle. Daher wird sie auch Bastardpistole genannt. Nutze kurze Feuerstöße, Artyom, und verschaff dir auch etwas Munition. Hier ist deine Waffe und los, los. Okay, danke. Hier ist dein Universalladegerät, damit die Akkus frisch bleiben. Ja. Und deine Gasmaske. Ja, übertreib nicht. Wenn du durch starke Strahlung gehst. Oder noch schlimmer, an die Armeeausgabe. Die Oberfläche. Ho, ho, wenn der Haken kommt, bin ich anders. Wow. Probier auf der Schießbahn alles aus. Versuche deinen Kopf nicht so weit herauszustrecken, ja? Warum? Was passiert dann? Ich will's gar nicht wissen. Lad erstmal nach. Und Kopfschuss. Dem Teddy habe ich es besorgt. Dem nicht. Kann man aber auch nicht. Ich bin richtig guter Schütze. Ich finde das so eine tolle Atmosphäre in dem Spiel. Wie professorisch alles hier zusammengeschustert ist. Einfach so schön postapokalyptisch. Gefällt mir richtig gut. Aber das soll es auch reichen. Ich will ja nicht meine gesamte Munition verballern. Okay. Lange Nachladeanimation ist lange. Gut. Dann beende ich hier mal das Geschieß am Schießstand und ich beende den Part. Der ist auch schon lang genug mit 20 Minuten. Ich schneide den eh wieder runter. Ihr kennt die Story. Jedenfalls, wenn euch der Part gefallen hat, gebt ihm eine positive Bewertung. Wenn er euch nicht gefallen hat, dann gebt ihm keine positive Bewertung, sondern eine negative und gebt mir was Kritik. Vielleicht, dass ich zu schnell rede momentan. Ich weiß nicht warum, aber ich bin in einem Sprachfluss. Jedenfalls, wir hören uns. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen. Und ich hoffe, ich kann euch auch morgen wieder begrüßen, wenn es wieder heißt Metro 2033. Ciao.